Bevor es Winter wird, hier draußen im oberen Elbtal, müssen wir einfach noch mal raus. In den goldenen Oktober. Der das Elbsandsteingebirge in eine farbenprächtige Hexenküche verwandelt. Genau die richtige Zeit zum Träumen, zum Wandern, zum Staunen und Genießen. Und auch allerhöchste Zeit für neue Kletterabenteuer. Herzlich willkommen im herbstlichen Elbsandsteingebirge, liebe Zuschauer. Dass ich bei diesem tollen Wetter hier und heute keinen Kletterrucksack und kein Seil dabei habe, das hat nichts mit plötzlicher Faulheit zu tun, sondern vielmehr etwas mit dem Ziel unserer heutigen Biwak-Sendung. Wir wollen hinüber in die böhmische Schweiz, an einen Kletterfelsen, der für normalsterbliche Otto-Normalkraxler wie mich schier unbesteigbar ist. Es sei denn, man ist so verrückt wie der junge Mann, um den sich unsere heutige Geschichte dreht. Ein Bergsteiger, der verbissen und mit dem Mut der Verzweiflung um seinen Traumgipfel kämpft. Die Elbjungfer, oberhalb von Dolnislep im oberen Elbtal. Gleich hinter der deutsch-tschechischen Grenze. Und er, Olaf aus Chemnitz, träumt seit vielen Jahren von diesem Gipfel, einem Sammlerstück mit spannender Historie. Dem Kletterführer kann man entnehmen, dass diese Jungfer zu Beginn des vorigen Jahrhunderts auf recht skurrile und nicht ganz sportliche Art und Weise zum ersten Mal erklommen wurde. Eine schräge Geschichte, die Biwak vor 20 Jahren schon einmal nachgestellt hat. Mit einem Baumstamm ging es seinerzeit vom Massiv hinüber zum Gipfel. Olaf weiß natürlich, dass es so heutzutage nicht mehr geht, wenn man sportlich sauber klettern will, aber so ähnlich. Und genau das ist der Plan heute, nach schweißtreibendem Aufstieg hier oben weit über dem böhmischen Elbtal. Ist das der Angstschweiß, oder? Beides. Also ich habe dann, bei mir steht die Elbjungfer schon seit vielen, vielen Jahren auf meiner absoluten Wunschliste. Ich weiß, dass das ein absoluter Exklusivgipfel ist. Ich habe das schon zweimal versucht, bin zweimal dran gescheitert. Wo ist denn das Problem? Na, das Problem ist, das ist ein sehr, sehr weiter Überfall. Und ich bin sicherlich auch nicht gerade der Größte. Und ich denke mal, dass ich meistens drüben nicht richtig ankomme mit den Fingern. Und dann rausche ich durch. Überfall, das klingt irgendwie grausam. Und ist es auch. Für alle, die sich im sächsischen Kletterjargon nicht so genau auskennen, haben wir mal in unserem Archiv gekramt. Nach Überfällen. Den berühmtesten gibt's an der Lokomotive oberhalb von Rathen. So sieht's aus, wenn es funktioniert. Und so, wenn's schief geht. Auf diese Art einen Abgrund zu überwinden und anschließend den Gipfel zu erklimmen, das ist nach sächsischen Kletterregeln ausdrücklich erlaubt. Bei Bedarf kann das Ganze noch verfeinert und ausgebaut werden, wie hier am Frühlingsturm, ein unterstützter Überfall. Nichts für Angsthasen, das dürfte bei diesen Bildern klar sein. Neben verdammt guter Körperspannung bedarf es beim Überfall auch einer gehörigen Portion, naja, nennen wir es mal ganz vorsichtig, Verrücktheit. Da darf sich gern jeder selbst seinen Reim drauf machen. Also ich bin zweimal schon durchgerauscht. Ich weiß, dass ich nicht drüben ankomme. Und vielleicht mit einem ganz großen, langen Baumann, dass man vielleicht noch ein paar Zentimeter weiter rauskommt. Aber sieht eher nicht danach aus, dass man hier so riesengroße, 2 Meter große Bauleute haben.
Aber Olaf hat erfahrenes Baupersonal dabei. Jörg Brutscher, der Mann im berühmt-berüchtigt braunen Anzug, hat die Elbjungfer schon im Tourenbuch stehen. Allerdings ist das schon gut 20 Jahre her. Ich habe mich total eingeschissen, als ich das mal gemacht habe. Hast du noch gute Erinnerungen dran? Ich habe nur die Erinnerung dran, dass ich da oben auf dem Absatz saß und einen hysterischen Lachanfall bekommen habe. Weil ich immer noch nicht geglaubt habe, dass ich da tatsächlich unten drüben angekommen bin. Zunächst geht's bergab, am bemoosten Massiv. Das Überfallkommando beginnt mit der Suche nach einem geeigneten Bauplatz. Die Kletterer brauchen eine Stelle, an der sie Halt finden. Alles klar. Und du willst von Schultern überfallen? Also ich würde mich so raus, dass die Schultern wirklich spektakulär. Also auf meiner Kerze hast du sowieso keine Reibung. Du musst dich schon auf den Schultern stellen. Du gehst weit. Du hältst dich hier. Ja, also, boah, hier. Ich fasse deine Wurst, Jörg. Ja, solange du mir nicht woanders hinfasst. Ja, es ist ja wieder deutlich schlecht. Sie wollen, sie müssen eine Konstruktion bauen, mit der sie den gähnenden Schlund überwinden können. Eine Art menschlichen Kranausleger als Absprungplattform für den Vorsteiger. Wenn hier ein Bohrhaken neu gemacht hättest, dann gäbe es vielleicht einen. Der Ring, an dem sie alle stehen, ist nur für den Notfall da. Reinhängen darf sich hier niemand. Halt dürfen die Kletterer beim Überfall nur am Fels suchen oder am Kameraden. Du musst die Zacke ansteuern. Ja, genau. Dann kommst du mit dem Fuß unten dran. Einmal durchziehen, bis du oben an der Kante und ist gelaufen. Gut, okay. Ja. Der Mann im braunen Anzug hat gut reden. Er muss ja heute nicht draufsteigen auf dieses schwankende Menschenbündel. Das ist ja noch wichtig, ja. Dass wir das sauber machen. Oh, das ist doch weit. Komm, stell dich erstmal auf meine Schultern, dann läuft das schon. Warte mal. Geh auf die Schultern, okay. Nee, auf die Brust. Ja. Sauber stehen, Ulla. Sauber stehen. Rüberfallen. Und jetzt los. Super. Oh, ich geh. Wir leben hier rüber. Komm. Komm, weiter. Komm. Weiter. Füße rück. Jetzt an der Wand. Jawohl, Ulla. Komm. Seid mal ruhig. Ruhig bleiben. Komm, Olaf, hoch. Ich sag, hast du. Ja, gewonnen. Komm. Anderer Fuß. Andere Hand. Linken Fuß noch ein Stück hochstellen. Da steht nichts. Komm. Andere Hand. Komm, andere Hand hoch. Er ist zum Greifen nahe, der Traum. Du lässt den rechts. Sie nehmen ja los. Achtung. Scheiße. Stabilisieren, komm. Scheiße. Alles gut bei dir? Ja, ist alles super. Oh, da lässt man doch nicht mal los. Ich schwitze. Alter, die rechte Hand hochkriegen müssen. Das sah schon richtig gut aus. Aber spätestens jetzt muss doch die Frage erlaubt sein, warum tut man sich sowas an? Wenn man sich die anderen Wege am Gipfel anschaut, das fängt so bei 9b an. Und man hat auch noch 9c zur Auswahl. Für Normalsterbliche ist das alles völlig glatter Fels und unkletterbar. Das ist die einzige Chance, um hochzukommen. Es sei denn, man ist so ein sonniges Gemüt wie dieser Kerl, der in der Kletterszene nicht in der Kategorie Normalsterblicher gehandelt wird. Das ist schön hier. Jindřich Hudíček ist eine lebende böhmische Legende, so etwas wie Kletterpapst Bernd Arnold nebenan in der sächsischen Schweiz. Mit Hudíček haben wir uns auch an der Elbjungfer verabredet, an einer der glatten und vermeintlich unkletterbaren Wände. Die Talseite soll's werden. Unsere Kameras gehen bereits in Position.
Wenn ich habe angefangen klettern, so, das war 1979, dann sofort, ich habe gehört, ja, hier ist ein Gipfel, da hat noch niemand richtig Sport geklettert. Dann nach 2-3 Jahren, wir haben einfach suchen einen Weg gefunden. Und eine Möglichkeit war die Talseite. Da hat Zdenek und Pavel, meine Freunde, welche sind schade schon beide gestorben. Das war, ich denke, Herbst 81. Die hat das gemacht. Das war erste 19 im Elbtal, vielleicht im ganzen Tschechei. Hudi will uns zeigen, warum sie so schwer ist, diese Talseite an der Elbjungfer. Wie oft bist du schon geklettert in der Talseite? Ich war sicher nicht hier vielleicht. Boah, vielleicht 15 Jahre. So lange? Ja, oder noch mehr. Ich weiß nicht wann. Letztes Mal, ich habe das gemacht, ja. Der Mann ist ein Phänomen mit seinen 52 Jahren. Klettert und plaudert sich munter und locker durch diese 9C, als wäre es ein Sonntagsspaziergang. Hudi kennt hier im Elbtal jeden Felsen, jeden Tritt, jeden Griff. Hier ist er aufgewachsen, in Renskow, wo er als Schuljunge eher zufällig zum Kletterer wurde. Hinter meinem Haus war ein Bad, Kinderbad, ja, weißt du so, ein Bad oder Schwimmplatz, Schwimmbad, ja. Aber da war eine große Wand, sag mal, 5 Meter hoch von Steine, und ich muss dann gehen, fast halb um Ortschaft und zurückgehen oder durch diese Wand geklettert. Und da ich war, ja, nicht zu faul vielleicht, aber einfach, dann habe ich immer, sag mal, zweimal, dreimal pro Tag, wenn ich auch früh hingegangen, dann Essen nach Hause und wieder zurück, dann habe ich, sag mal, 8-mal pro Tag diese 5 Meter, wenn ich habe vielleicht 7, 8 Jahre geklettert. Aber nicht ganz einfach, sag mal, 5 oder 6, aber schon für Kinder, und da war vielleicht die angefangen mit Training, ja. Aber dann hat das schnell gegangen. Ich denke, nach einem Jahr geklettert habe ich schon 7C geklettert. Nächstes Jahr 8A, nach 3 Jahren schon 9C. Er hat sie förmlich abgegrast damals. Die steilen Gipfel- und Sandsteinmassive im oberen Elbtal. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hat Hudicek unzählige Wände der böhmischen Schweiz erklommen, die in der Szene bis dato als unkletterbar galten. Auch in den schwierigsten Routen nebenan, an den sächsischen Gipfeln, setzte der Überflieger Maßstäbe, knipste reihenweise Erstbegehungen ab und schnappte den Sachsen schließlich 1989 mit seinem Weg Perestroika am Schrammsteinkegel sogar die erste 11 im Elbsandsteingebirge weg. Trainiert hat er hier, am sogenannten Torero, einem Steinbruch unweit von Renskow, in dem er mit Freunden künstliche Griffe in den Überhang gebohrt hat, Sportkletterwege bis in den 10. Schwierigkeitsgrad, in denen Hudicek mit einer Bleiweste geklettert ist. 50 Meter, 10-mal rauf, 10-mal runter, Tag für Tag. In einer Zeit, als an Kletterhallen noch lange nicht zu denken war. Aber mein Ziel damals war nicht, wird Sportkletterer oder hier. Das war, diese Felsen waren im Prinzip Trainingfelsen. Und mein Ziel war, in Everest klettern. Und natürlich, ich war dann am 87 eine Everest-Expedition gemacht. Wir waren neues Weg probieren, den es bis heute nicht gemacht. Und wir waren 8300 Meter schwer, Biwak überlebt, aber nicht geschafft. Aber danach, ich habe wieder gesagt, ah, okay, das ist aber 2 Monate sitzt du Lager und so. Dann ich liebe bleiben bei dem Felsklettern. Und das dauerhaft in höchsten Schwierigkeitsgraden. Jetzt kommt diese Passage, in der uns Hudi zeigen will, warum es mit der Erstbegehung der Talseite an der Elbjungfer ein ganzes Weilchen gedauert hat. Nochmal zur Erinnerung, er klettert hier im Schwierigkeitsgrad 9
C. Jetzt war damals für uns wahnsinnig schwer Zug. Schau mal, wie geht das heute? Das war eine Zug schwer damals für uns. Und dann kommt noch eine schwer. Das war so, hoch ein bisschen. Ich denke vielleicht hier, hier ganz so. Das war der schwerste Zug damals für uns. Dieser Kreuzzug? Ja. Verrückt. Heute ist der Kraft natürlich ganz andere. Und das ist dann, und das war noch eine schwer. Stell. Aber das war auch in der Zeit Spanisch. So, bist du gespannt, wegen wenn kommst du hierher, willst du nicht in jeden Fall fallen und weißt du nicht, welches die Loch wird und wie groß wird die Griffe und wie schaffst du Ring hingeschlagen. Ja, das war echt wahnsinnig. An der Stelle wollen und müssen wir übers weiße Pulver reden. Hudicek klettert mit Magnesia. Nebenan in der Sächsischen Schweiz ist das nicht nur verpönt, sondern sogar verboten. Okay, das ist noch nicht so schwer. Das kann ich noch schaffen, auch wahrscheinlich ohne Magnesia Loco. Aber zuerst geht das sofort die Haut weg. Aber wenn siehst du zum Beispiel diese Wand und diesen Sommer, dann kannst du, sag mal, 4 Monate nie klettern schwer Wege. Wegen ist warm und die Griffe siehst du, guck mal, die sind 8 mm. Und dann, wenn haltest du mit feuchter Hand, dann die Haut geht weg, machst du 2 Versuche, hast du Loch und trotzdem halten nicht den Griff. Ja. Und okay, kannst du sagen, wir machen andere Sport, wir trainieren nicht mehr und so, aber bei uns ist das anderes. Bei uns alle klettern mit Magnesia und fertig. Okay, klettern klassische Wege 5, 6, 7, das klettern auch bei uns Leute ohne Magnesia. Wir jetzt sprechen um die Sport. Sportklettern mit Niveau 19, 10, 11, 12, weißt du, da ich spreche, ja. So, und so wie Lehmann einfach auch gut. Und ich sehe, wir klettern schon 25 Jahre mit Magnesia-Wege und ist kein Problem, weißt du. Das ist, regnet nach halb Jahre, wenn niemand klettert, findest du nichts da. Und ich denke, der Welt hat so viel andere Probleme als Magnesium. Was macht die Welt kaputt? 100-mal mehr, weißt du. Okay, alles klar, geh mal. So gelassen, wie er die Welt sieht, so klettert er auch. Und so optimistisch, unerschütterlich packt er nicht nur die Felsen an, sondern alles andere im Leben auch. In den 90er Jahren hat Hudicek nicht nur ein erfolgreiches Unternehmen gegründet, das mittlerweile erfolgreichste Outdoor-Imperium der Tschechischen Republik, sondern auch privat für ein paar Jahre umgesattelt. Als Motorradrennfahrer war er mehrfacher tschechischer Meister, ist bei Weltmeisterschaften mitgefahren und sogar bei den legendären 24 Stunden von Le Mans. Nach einem schweren Sturz und mehreren Knochenbrüchen hat er sich wieder auf seine alte Liebe besonnen, auf die Sandsteine vor der Haustür. Ich kann im Prinzip, wenn ich bin hier, jeden Tag gehen klettern. Aber das mag ich nie. Ich gehe normalerweise 2-mal pro Woche, maximal 3-mal klettern. Wir schnell klettern, sagen wir, 8 Wege in 2-3 Stunden und gehen mal Kaffee trinken. Natürlich, ich habe auch Familie, ich habe kleine Kinder, so 8 Jahre Sohn und 6 Jahre Tochter. Dann habe ich andere, die sind schon groß. Und da brauche ich auch Zeit ein bisschen haben dafür. Für die schwere Talseite an der Elbjungfer braucht er nicht mal eine Stunde. Es ist eine spannende Wiederbegegnung. Es ist interessant, wenn ich remember diese 35 Jahre, ja. Was gegangen und was war damals. Wenn wir haben bei, ich weiß, diese Bäume war schon hier, war so klein. Aber wir haben schon Seil reingesteckt. Und habt daran nachgeholt?
An dem Baum habt ihr den Nachsteiger nachgeholt? Ja, ja, ja. Aber da war auch Ring, aber für das Sichern war das ein bisschen mehr angenehm. Und der Baum, der war so dick wie ein Finger? Ja, ja, so etwas. Ne. Aber wir waren Junge, dann wir haben gedacht, das hat mehr Halt. Heute bist du schon mehr vorsichtig, ja. Einer, der gefühlt irgendwie immer auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs ist, immer gut gelaunt, selten wirklich K.O. und meistens dort, wo oben ist. Und ich habe so viel in meinem Leben, so viel Sachen probieren, ja, zum Autoren, Motorradrennen, Reisen, Berge klettern und so weiter. Und immer mag ich das Klettern so viel, das ist Wahnsinn. Und das manchmal ich nicht verstehe, wenn jemand spielt Fußball oder etwas oder Skifahren und sagt, jetzt ist 30 Jahre und sagt, oh, ich mag das, ich spiele nicht mehr Fußball oder ich mache das nicht. Ja, wie kann ich? Ich jede meine Freund die gute Kletterer, die klettern bis tot sind einfach, ja, bis Ende leben. Damit lässt er sich hoffentlich noch ein bisschen Zeit. Die böhmischen Sandsteine ohne Hudi-Check, das ist genauso unvorstellbar wie der charismatische Hudi ohne seine Felsenheimat. Auf der anderen Seite der Elbjungfer unsere sächsischen Bauleute, mittendrin ein nachdenklicher Olaf, dem ja der erste Überfallversuch gründlich daneben gegangen war. Nee, ich will nicht locker lassen. Wenn ich jetzt wieder scheitere, dann scheitere ich halt. Dann ist es halt so. Das gehört zum Bergsteigen auch dazu. Aber das schwebt schon seit mindestens 20 Jahren auf meiner Wunschliste und ist immer im Kopf drin und will einfach nicht raus, die Elbjungfer. Und naja. Dann gucken wir mal. Danke. Wir schauen mal. Ne? Wir versuchen jetzt, dass der Heiko mal hier einen Versuch macht. Und dann kann ich es ja immer noch mal versuchen. Die Wahl der Normalsterblichen fällt also auf Heiko. Der darf jetzt als Vorsteiger sein Glück versuchen. Die Zacke hat er und packt richtig zu. Dann geht's schnell, ran die Füße und hoch an der Wand. So schwer sah es gar nicht aus. Super, Heiko. Ich sehe, du kannst das super. Ah, der Heiko kann klettern. Der hält das, der hat Kräfte, hat mehr Kräfte. Na du doch auch, komm. Du hast doch gesehen, der Heiko hat eine ganz schöne Banane drin gehabt hier. Ich hab nicht gesehen. Wollt ihr an den Seiten rollen, hab ich das gesehen langsam. Ja. Willst du noch mal wenigstens die Baustelle im Nachstieg probieren? Oder? Im Nachstieg? Ja, im Vorstieg, komm. Ja, super im Nachstieg. Ja, aber, noch, ja, aber du fällst doch. Du kannst ja das da jetzt, wenn du jetzt so lange drauf gemacht hast. Ja, wenn ich am Nachstieg mache hier. Von Seil von oben hab, da klatsche ich nicht mehr eins massiv. War es so schlimm? Also, nee, mir geht bloß drum, weil ich jetzt dachte, wenn du jetzt so lange drauf fordest, das hier zu machen, dann wär's doch schön. Ja, ach, mir wär's auch im Nachstieg egal. Okay. Das wäre mir jetzt völlig egal. Wenn ich es Jörg machen willst, willst du eher noch vorsteigen, mal so Sachen. Ich hab's schon. Heiz ich jetzt nicht noch mal. Ah, nee. Und ich bring gleich ganz andere Lasten noch drauf. Also. Also doch nochmal der Olaf. Bist du unsicher, würde ich davon Abstand nehmen. Klettertechnisch habe ich mitbekommen, dass es einen Griff mehr gibt an der Seite. Da gibt es links scheinbar noch eine kleine Mulde. Die muss ich mir einprägen. Und dann muss ich einfach versuchen, das zu halten und zu ziehen. Also ist halt, vor den Füßen ist halt nicht allzu viel in der Wand. Es hängt doch alles leicht über. Und man muss halt dann wirklich versuchen, das zu halten. Da brauchen wir halt ein bisschen Kraft und auch ein bisschen die Technik. Und da darf man nicht so zittrig sein. Und schwitzt heute alles ein bisschen, so alles ein bisschen, ja, spielwarm. Aber man kann es nur noch mal einmal versuchen. Also, gut. Willst du jetzt? Ja, ich bin eigentlich soweit. Gut.
Es wäre ja alles andere als ehrenrührig, wenn Olaf jetzt in die Schwebesicherung gehen würde. Soll heißen, nicht nur das Seil von hinten, sondern auch gesichert von Heiko, der ja bereits auf der anderen Seite am Gipfel sitzt. Aber dieses Seil ist abgezogen. Irgendwie sticht ihn doch der Hafer. Der lang geträumte Traum vom Vorstieg zur Elbjungfer ist ja zum Greifen nahe, wenn er ihn denn diesmal festhalten kann. Bis rein. So, genauso wie vorhin. Schön, dass du mich geknackt. So, am ersten Mal angenehmer. Andere Hand. Andere Hand nach. Ich sehe nicht so die Füße hier. Recht höher. Da drauf. Gewonnen. Super. Schön. Geil. Super. Jetzt hat er's. Gewusst wie. Das war wirklich stark eine Kraft dort. Genau, dieser kleine Henkel. Jawohl. Aber nicht zu vergessen vorher Stefan, der leidensfähige Baumann als menschlicher Kranausleger über dem Abgrund. Der Traum ist wahr geworden. Olaf steht endlich auf dem Gipfel der Elbjungfer. Die Hartnäckigkeit hat sich gelohnt. Ja, erleichternd. Ich muss nicht noch mal hierher. Aber es ist wirklich ein blankes Gruselkabinett hier. Also das im Vorstieg. Es ist. Ja, naja, weil man will ja rauf. Man sammelt ja Gipfel. Und ja, es ist sicherlich verrückt. Aber es gibt so viele verrückte Sachen. Manche sammeln Bierdeckel oder Pokémons. Ich sammle halt Klettergipfel. Und da muss man auf. Einmal noch die Zähne zusammenbeißen und festhalten. Für Joachim ist es der erste Überfall im Kletterleben. Die verdienstvolle Baumann-Brigade darf den bequemen Weg nehmen. Als Nachsteiger darf man bei so einer Aktion zum Beispiel ins Seil springen und sich dann nach oben ziehen. Oder aber man hangelt hinüber wie ein Faultier. So breit ist das. Siehst du? Das kannst du nie überfallen. Das alte Gipfelbuch gibt Aufschluss. Der Ochsenwandkegel, wie die Elbjungfer früher mal hieß, ist und bleibt ein selten erkletterter Gipfel. Heiko, Olaf und Joachim haben heute die Begehungen 59 bis 61 ins altehrwürdige Buch geschrieben. Ein wirklich exklusives Gipfelabenteuer, für das man aber irgendwie aus ganz besonders hartem Holz geschnitzt sein muss. Wir haben übrigens noch mal nachgefragt beim Olaf. Bis auf ein paar ordentliche blaue Flecke hat er den krachenden Pendelsturz in die Wand tatsächlich gut überstanden. Und ich bin mir sicher, ihn und den Herren im braunen Trainingsanzug, die beiden werden wir bei solch einer verrückten Aktion garantiert nicht das letzte Mal gesehen haben. Ganz ohne Schrecksekunde geht's auch in der nächsten Biwak-Sendung nicht ab. Ich darf mich jetzt schon mal verabschieden. Sie dürfen sich auf nächsten Mittwoch freuen. Dann geht's mit Biwak ans Ende der Welt. Dahin, wo die Felsen in den Himmel wachsen. Auf eine Expedition ins raue und stürmische Patagonien. Wo zwei Bergsteigerinnen ein Kletterabenteuer der Superlative wagen. Nächste Woche hier bei uns. Wäre schön, wenn Sie wieder dabei sind. Dann erleben Sie Ines Papert und ihre neuseeländische Kletterfreundin Marian Smith auf den Spuren von Bernd Arnold. In einer mehr als 1000 Meter hohen Wand versuchen die beiden eine Route, die ihrem Namen alle Ehre macht. Riders on the Storm.